Ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Mein Name ist Stefan Brönle und in dieser Reihe Leben mit Gaia möchte ich dir zeigen, wie du dich der Erde und ihrem Bewusstsein annähern kannst. Wenn dich das näher interessiert, schau dir bitte auch die älteren Videos dieser Reihe an, die vorangegangenen Videos, wo ich dir zeige, wie du mit den Naturwesen interagieren kannst. Und letztendlich auch, wie du zu einem Bewusstseinskontakt mit Gaia selbst kommst. Ja, ich möchte dir heute einen sehr persönlichen Weg geben oder vorschlagen. Und zwar bedeutet Leben mit Gaia auch, mit sich selbst im Reinen zu sein, nach seinem Herzen zu leben. Es bedeutet, dem zu folgen, was deine Seele dir anbietet. Und wenn du spürst, dass du in deinem Job, in deiner Beziehung, in deinem sozialen Umfeld nicht mehr richtig bist, dann ist jetzt der Zeitpunkt da, das zu verändern. Ich nehme dieses Video am 1. Mai auf, ein Traum aus der letzten Nacht, also aus Beltane, der Walpurgisnacht, heraus schildern, wo ich mich ausgerichtet habe auf diese Thematik, was jetzt innerhalb dieses Wandels der nächste Schritt ist. Und einer meiner Träume war eigentlich nur ein sehr kurzes Traumbild. Und zwar sah ich einige Blumen, Akelei, dort stehen. Ich weiß nicht, ob du diese Blume kennst, die vorwiegend auch im Alpenraum zu finden ist. Und diese Akeleien standen in einem dichten Nebel, also Nebeltröpfchen hingen schon fast in der Luft. Und da lösten sich die Blüten von den Stängeln und machten quallenartige Bewegungen und schwammen letztendlich durch den Nebel. Tja, was soll das bedeuten? Nun, zum einen steht im Christlichen die Akelei für den Heiligen Geist. In einem erweiterten Sinne oder nicht an das Christentum gebundenen Deutungssinne ist die Symbolik der Akelei damit verbunden, sich von der Stofflichkeit, von der Materie zu lösen und in das Geistige vorzudringen. Und wenn dies nun im Traum nach einer Ausrichtung auf die nächsten Schritte jetzt in der Wandelzeit auch mir so gezeigt wird, dann bedeutet das, dass es jetzt wirklich Zeit ist, sich von diesen stofflichen Zwängen letztendlich zu lösen. Dass es jetzt an der Zeit ist, seinen Seelenweg zu gehen. Ja, zu schwimmen in diesem seelenhaften, in diesem wässrigen, emotionalen Milieu, in dieser Seelenkraft schwimmen zu lernen. Dass sich die Blütenköpfe von ihrer materiellen Verankerung lösen und gleichsam wie eigene Wesen darin herumtreiben in diesem Seelenwasser. Ich denke, der Mai zeigt diese Zeitqualität jetzt sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass du dich besinnst. Was ist dein Seelenweg? Wohin zieht es dich? Und natürlich kann das die Geomantie im weitesten Sinne sein. Es kann die Annäherung an die Erde über geomantische Methodiken, Techniken, Wahrnehmungsmethodiken sein. Aber es können auch ganz andere Wege sein. Es kann sein, dass du dich Gaia annäherst über das praktische Tun, über Landwirtschaft, über Gartenbau, über deine Arbeit als Architektin oder als Architekt, über deine Arbeit als Therapeut, indem du dich verstärkt mehr Gaia auch zuwendest, der Naturheilkraft zuwendest. Es kann sein, dass du als Künstlerin oder Künstler gerufen bist, dich damit auseinanderzusetzen mit dieser Grundqualität Gaias und letztendlich deinen Weg gehst weg aus
aus klaren Strukturen heraus, weg aus so muss man das machen und hinein in die Führung, hinein in das sich treiben lassen im geistig-seelischen. Und ich denke, das wäre ein wichtiger neuer Schritt auch, sich Gaia anzunähern, indem du dich darum bemühst, stille zu werden und in dein Herz hineinzuhorchen. Was ist aktuell nicht mehr stimmig in deinem Leben? Was ist nicht mehr richtig? Ja. Was sollte sich ändern? Wohin geht dein Bedürfnis, dein Seelenwunsch? Und häufig sind diese Seelenwünsche Wünsche, die ganz, ganz eng auch damit verbunden sind, was wir schon in früher Kindheit uns gewünscht haben, wo wir uns hingezogen gefühlt haben zu einer Tätigkeit. Und oft wurde uns das in der Schule ausgetrieben oder von den Eltern, damit kann man ja kein Geld verdienen und damit kannst du nicht für deinen Lebensunterhalt sorgen. Ich glaube, genau dies ist jetzt gerufen, dir damit buchstäblich deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also zu gucken, dass du wirklich in eine Grundqualität kommst, in der du deinen Herzenswunsch lebst. Und das, allein das, diese Ausrichtung wird dich in einen verstärkten Kontakt mit Gaia, mit dem Bewusstseinsfeld und Seelenfeld Gaias bringen. Davon bin ich fest überzeugt. Noch dazu mit diesem Traum von der Walpurgisnacht. Ich denke, es geht darum, jetzt ja den Freischwimmer zu erwerben im geistig-seelischen. Das heißt nicht, dass du alles hinwegfegst und alles verkaufst, Haus und Hof verkaufst und irgendwie in den Tag hineinlebst, aber es bedeutet, seiner Seele zu folgen. Und wenn du spürst, etwas ist nicht richtig, dann leb es auch nicht weiter. Und zwar nicht übermorgen, sondern jetzt, ab diesem Augenblick. Leb es nicht weiter. Suche dir etwas anderes. Schau, dass du wieder in ein Fahrwasser kommst, in der deine Seele und dein Herz gestärkt werden. Ja, ich denke, diese Zeitqualität, jetzt in dieser Wandelzeit, dieser Mai 2024, bietet dafür wirklich wunderbare Chancen. Es ist auch astrologisch eine Zeitqualität, die dich sehr darin unterstützt, in einen Wandel zu gehen und neue Wege deiner Seele zu erkunden. Also schieb es nicht auf die lange Bank. Ja, es wird mich freuen, dich auch demnächst hier wiederzusehen bei Leben mit Gaia. Und wenn du doch Lust hast, den Weg der Geomantie tiefer zu gehen, dann schau mal unten in die Videobeschreibung. Die Ausbildung Leben mit Gaia, der Auftrag der Erdenhüter, ist jetzt am Beginnen. Ich werde jetzt in 2 Tagen, also wenn das Video online ist, bin ich schon mittendrin in meinem Seminar, mit dem Radiästhesie-Seminar beginnen und im August dann mit der geschlossenen Ausbildungsgruppe, um Menschen, die es wirklich von Herzen wollen, tiefer in Kontakt zu kommen mit Gaia, diese wunderbaren feinstofflichen Kräfte wahrzunehmen, diese verschiedenen Erdorgane, Leylines, Einstrahlpunkte, Naturwesen mit der Kraft und dem Wesen der Qi zusammenzukommen und mit ihnen zu interagieren, deine geistigen Helfer zu finden, deine Spirits, die dich begleiten und führen, ja, dann biete ich dir diesen Weg mit Leben mit Gaia, der Auftrag der Erdenhüter, an, dich dort 2 Jahre zu begleiten. Es freut mich aber auch, wenn du beim nächsten Mal beim Video wieder dabei bist und deinen persönlichen Weg zur Erde, zu Gaia gehst.